In Truchtlachingen schwimmen manche gegen den Strom. Er will auch, aber er darf nicht, Braumeister Steinl. Die Biervielfalt in Deutschland wird immer größer und momentan müssen wir das Feld komplett den ausländischen Brauereien überlassen. Denn die können ins Bier tun, was sie wollen. Er hier in Bayern darf nur Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe nutzen. Das bayerische Braugesetz ist streng. Gut, die Gerste darf heutzutage etwas mehr geröstet sein, aber bloß keine Haferflocken oder etwa Kaffee ins Bier. Als er letztes Jahr etwa dieses Coffee Porter braute, kamen die Behörden auf den Hof. Das soll Bier aus Bayern sein, nix da. Und so mussten wir den Rest der Ware vernichten. Auf dem Hof ausgekippt? Das haben wir ausleeren müssen. Wie ging es Ihnen dabei? Das tut ein Brauer natürlich im Herz weh, wenn man sein eigenes Produkt, was noch dazu prämiert ist und was noch dazu wirklich von vielen Biertrinkern geliebt wird, wegschütten muss. Seitdem diskutiert der Braumeister immer wieder mit dem Deutschen Brauerbund. Er will das Reinheitsgebot ja nicht völlig abschaffen, aber er will Ausnahmeregelungen erreichen. Frust. Wir wissen nicht, was wir auf unsere Etiketten draufschreiben sollen. Und auch auf Nachfrage hat uns niemand erklärt, wie wir diese Produkte, diese innovativen Bierstile eben kennzeichnen müssen. Das heißt, wir müssen uns da wirklich jetzt mit Paragraphen rumschlagen. Eigentlich ist es unsere Aufgabe, Biere herzustellen und Biere zu verkaufen. Sie haben sogar schon einmal darüber nachgedacht, ins nahe Österreich zu ziehen. Aber weggegangen sind sie dann doch nicht. Sie sind zwar moderne Bierrebellen, aber irgendwie auch stolz auf die alte Tradition. Ich glaube, dass die beiden Sachen zusammenpassen und es muss Wege geben, dass das nebeneinander her stattfinden kann. Statt der 4 traditionellen Grundzutaten will er kreativer sein. Gerstenmalz, Hopfen und Hefe passen prima zusammen mit Koriander oder Kaffee. Und nicht nur damit.